Folge. Sie recht herzlich willkommen heißen wir auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit noch so lange an. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist soweit. Ihr habt ja schon gefragt, wann der Trip denn ansteht nach Spanien. Und wir sind auf Mallorca, ja. Hier, der Trip ist losgegangen bei Palma. Wir sind gelandet mit einem Flugzeug von der guten Germanwings, sind dann hier hingekommen. Und dann stand da auf dem Parkplatz auf einmal eine riesen Anzahl von Golfmodellen. Und wir durften uns dann eine aussuchen zwischen einem E-Golf und einem GTE. Ein GTE ist ein Hybridfahrzeug, welches unter anderem einen elektrischen Antrieb hat, aber auch einen TSI-Motor mit 1,4 Liter, ja, so, und das Ganze wird per Front angetrieben, also ist kein Allrad, das hat nur der Golf R, und wenn wir uns das Auto mal so ein bisschen angucken, wir sehen direkt schon so eine kleine Änderung. Ich erkläre euch erstmal, warum ich hier bin, ist ja wichtig, ne? So, ihr wisst ja, ich selber fahre ja auch einen VW Golf, ne? Ein VW Golf 7 Club Sport aus dem Hause oder aus dem Segment GTI, ja, also der hat schon etwas unter der Haube. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ich bin noch nie ein elektronisches Fahrzeug gefahren, der Klang. Man steigt ein und es ist einfach Totenstille. Du fährst los und du hörst einfach nur. Kannst natürlich beim GTE ein bisschen was rausholen, indem du den Modus wechselst. Weil hier ist es so, du hast die Möglichkeit, einmal elektronisch zu fahren oder du fährst nur mit dem 1,4 TSI Motor oder du kombinierst beides zusammen. Wenn du zum Beispiel einen Berghof fährst oder sowas oder in der Stadt unterwegs bist, natürlich auch auf Reichweite sehr gut. Denn das Krasse ist, habe ich heute auch erfahren, der Wagen schafft es innerhalb, also wenn er den aufladen geht, den elektronischen Motor, dann dauert es, wie lange war das? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall 80%, ich glaube in 45 Minuten. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Und das ist schon eigentlich ratzefatze, ja. Und es geht ja sowieso alles ein bisschen Richtung Elektronik. Und für den ersten Teil des Vlogs eigentlich gar nicht mal so schlecht, sowas mal ausprobieren zu können. So, und wenn wir uns das angucken, VW hat ja eben Facelift-Modelle jetzt auf den Markt gebracht, ja, oder will diese Modelle jetzt alle mal nach und nach releasen oder erscheinen lassen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was ich sehr schön finde, ist, dass man so ein bisschen, also man hat das Design des Golfs natürlich beibehalten. Viele sagen, es ist ein Golf. Aber wenn ihr mal schaut hier, mich persönlich spricht zum Beispiel diese Lichtsignatur an. Ja, das ist sehr, sehr cool, dass das so einzelne Module sind, die aneinander sind. Und dass der Blinker zum Beispiel auch hier übergeht und so weiter, dass es auch diesen Zacken hat. Dann auch diese blaue Linie. Ist nicht mehr wie beim GTI oder beim, ja nur GTI hatte das, ne? Ist nicht mehr nur komplett durch, sondern ist in den Scheinwerfer mit eingearbeitet. Sehr, sehr cool. Das sieht unfassbar geil aus, wirklich. Bei dem GTE haben wir dann auch noch blaue Bremssättel, die können wir mal kurz zeigen. Ich muss übrigens sagen, der Alex filmt gerade wunderbar, das macht hier sehr gut. Blaue Bremssättel bei mir oder beim GTI sind die immer rot. Und wenn man weitergeht, das Innenleben von dem Auto zeige ich euch noch, wenn man weitergeht und guckt. Hier gibt es zum Beispiel auch diese Blinker, die hat Audi ja schon ein bisschen länger, wenn wir ehrlich sind. Aber VW hat die jetzt auch bei sich im Angebot und die sind dann, fahren dann immer von diesen, von innen nach außen. Kann man natürlich jetzt nicht so gut sehen, weil die Sonne hier so wunderbar scheint, Gott sei Dank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, das bei meinem Auto nachrüsten zu können, dann werde ich das auf jeden Fall machen, weil dieses Modell des, der Lampe bzw. des Rücklichts oder des Blinkers sind genau die gleichen wie beim GTI Clubsport, also von der Größe her. Ja, es ist praktisch 1:1 die gleichen Maße und da kannst du es natürlich dann auch übernehmen. Was geht sonst noch zu sagen? Wir haben hier zwei wunderschöne Endrohre, ja. Also ich muss aber ehrlich sagen, der Klang von diesem Auto ist gar nicht vorhanden. Ja, das ist für mich so, du fährst mit einem elektronischen Auto oder denkst dir in so einem E-Modus, boah, wie hört sich das an? Und du hörst einfach nur, das hört sich nicht so an. Das hört sich einfach nur, und du, das ist so ruhig drin. Aber das gucken wir uns gleich auch noch an. Und jetzt würde ich nur eins sagen, guckt euch mal diese wunderschöne Gegend an. Es ist einfach ein Traum, hier ein Video machen zu dürfen. Und morgen, liebe Freunde, ist es folgendermaßen. Wir werden Folgendes machen. Wir werden heute noch ein bisschen mit dem Auto rumfahren, so eine Einstiegs-Vlog machen. Ja, Tag 1 praktisch. Und morgen geht es auf eine Rennstrecke. Da dürfen wir den neuen GTI Performance fahren. Und wir dürfen den neuen Golf R fahren, der nochmal 10 PS mehr bekommen hat. Und auch ein bisschen lauter ist, ein bisschen aggressiver noch aussieht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ihr wisst ja, ich liebe den VW Golf. Ich fahre ja selber ein und deswegen ist das auch sowas. Deswegen wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest. Los geht's! Thank you.
Freunde, da sind wir jetzt hier auf Malle. Ne? Aber wo ich gerade bin, ja, das wollt ihr natürlich auch wissen. Wir haben hier eine Karte, da können wir drauf gucken. Wir machen so eine Art Roadtrip hier heute und da haben wir verschiedene Spots, die wir abfahren können. Da hat uns VW so Sightseeing durchgesucht. Und dann fahren wir zum Hotel hier über die Insel. Hier ist zum Beispiel Punkt 3, wie ihr seht. Und dann geht es weiter nach die ganzen Orte und dann kommen wir hier zu dem Punkt und so weiter und so fort. Da können wir dann eben aussteigen, wunderschöne Drohnenaufnahmen machen oder whatever. Und Punkt 5, pipapo, ihr seht da, und hier ist unser Ziel, unser Hotel. Ne? Und ihr seht auch dieses neue Display und so weiter. Das ist dieser ganze neue Kram, der jetzt im VW Golf Facelift enthalten ist. Dafür bin ich ja hier und ihr wisst ja, ich fahre ja persönlich auch einen Golf. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, ey, da muss ich mir unbedingt angucken. Ich habe ja schon im Artion-Video gesagt, ich weiß nicht, ich muss mich erst dran gewöhnen, weil das ist alles digital und ich kann es nicht anfassen. Genau, so, ich finde zum Beispiel, dieses neue Infotainment-System sehr, sehr cool. So ein Tablet, was eingebaut ist, aber das Problem ist hier auch, wenn man das Ding jetzt zum Beispiel ausmacht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, es sind super viele Fingerabdrücke drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so ein bisschen, was mich stört, ehrlich gesagt. Wenn ihr mal hier rumtouch, siehst du, ne, da kommt so ein ganz viel Gedöns. Aber cool ist, was ich euch eben zeigen kann noch, ganz kurz machen wir es wieder an. Lalalala. So, was cool ist, wir können hier zum Beispiel Menü machen und dann drücken wir auf Radio. Und dann können wir einfach den hier, ne? Ich weiß nicht, wozu man sowas braucht. Vor allem, wenn ein Paar im Auto sitzt und sich streitet und die ganze Zeit rumwuchtet, ändert man immer den Radiosender. Aber ist eine schöne Sache, so eine kleine Spielerei. Guckt euch mal bitte im Hintergrund diesen Ausblick an. Alter Schwede, das schreit schon, steigt mit der Drohne auf. Aber hier sind so viele private Finkers und so, da lasse ich das lieber, aus Respekt. Ich habe euch ja gerade was erklärt in dem Video. Und dann bin ich auf dem Siri-Schalter gekommen. Und ich lese vor... Ihr habt ja gehört, was ich gesagt habe, ich lese es euch vor. Stell dir vor, über die Insel, jetzt mache, drei Wiedersehen und dann geht's weiter nach in ganze Orte und dann kommen wir zu Dan. Und so weiter. Sofort dem Aussteigen wunderschöne Drohnenaufnahmen machen und was Eva und Apple für ein 5 Pipapo ist wieder und jetzt erzählt unser Hotel eine ganz neue Grandiose, ein VW Golf, Facebook den Timer an, ich habe es schon im Arsch. So, wir sind weiter auf dem Weg zum Hotel und guckt euch diese Aussicht mal an. Wir sind jetzt aus diesem Finca-ganzen Gebiet raus und wir haben noch 66 Kilometer vor uns. Ja? Das Krasse ist, hier auf der Autobahn gilt 120 km/h. Mehr darf man nicht fahren, weil die blitzen hier sehr, sehr gemein mit Infrarot und alles. Und zwar von hinten. Gar nicht von vorne das Auto, sondern von hinten. Und das ist ziemlich ätzend, weil es gibt zum Beispiel das Problem, dass jemand vor uns mit einem GTI hier lang gefahren ist und der ist dann so schnell gefahren, dass der GTI von Volkswagen jetzt nicht mehr, die können jetzt einfach nicht benutzen, weil der abgeschleppt wurde, beziehungsweise in Beschlag, also der wurde beschlagnahmt aufgrund der Tatsache, weil der Typ so schnell ist und dann wollten die den holen aus dem Flugzeug heraus, ne, aber der war schon weg, also sehr, sehr crazy die Story und deswegen sollte man sich ja echt ans Tempolimit halten, generell an die Gesetze natürlich auf jeden Fall, aber 120 km/h ist Maximum und gut, dass wir morgen auf eine Rennstrecke fahren. Jetzt in der Nähe von Santa Margalida, glaube ich, heißt es. Ich hoffe, man spricht es so aus hier. Und es ist so unfassbar krass, wie eng die Straßen hier sind. Wir sind gerade wirklich mittendrin anstatt nur dabei. Und wir müssen immer wieder stehen bleiben, weil die anderen Autos hier vorbeifahren wollen. Aber das klappt alles. Ja, wir fahren ja mit dem E-Motor hier gerade noch, also mit dem Hybridwagen hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal ein bisschen Angst, weil das sieht so aus, als ob gleich hier die Power raus ist. Aber das lädt sich immer wieder gegenseitig auf, deswegen alles okay. Und wenn man mal so ein bisschen hier mit dem Auto unterwegs ist, so auf der Straße, dann merkt man eigentlich mal, wie schön wirklich die Insel ist. Sonst kennt man das ja eigentlich nur alles von einem Bus. Ne? Man landet und wird dann in einem Bus verfrachtet, der Bus bringt einen zum Hotel und man sieht sonst eigentlich selten was von der Insel. Oder man holt sich selber einen Wagen oder macht so Tagestrips. Ich finde aber, wenn man sich jetzt so ein bisschen hier umsieht, selber mal rumfährt, 150 Meter links abbiegen. Genau, dann wird einem eigentlich erstmal die Schönheit bewusst, wie schön die Berge, die Landschaft und so weiter, ist wirklich toll. Unser Hotel liegt in Cala Milor, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Für alle, die mal auf Malle waren, bestimmt. Und ja, ich muss sagen, auch die Strecke, die VW hier uns vorgegeben hat, ist ein bisschen vielseitig. Wir waren einmal in den ganzen, ganzen Fincas und jetzt sind wir hier wirklich in so einem kleinen, ganz richtig kleinen Örtchen. Und dann geht es ab und zu mal auf die Schnellstraße mit 120. Ist schon sehr, sehr cool, dass man das auch ein bisschen hier so erleben kann. Jetzt fahren wir Richtung Son Serra, da oben seht ihr es. Ja, da oben seht ihr das. Genau, da ist es. Santa Margalida, so wird das ausgesprochen. Genau, wir müssen jetzt hier auf diese Straße. Ja, und was ich auch hier loben muss, die Straßen sind hier alle so wunderschön glatt und alles. Und hier gibt es kaum Schlaglöcher.
So, okay. Also, wir machen uns weiter auf den Weg Richtung Hotel. Das Hotelzimmer zeigen. Eigentlich wollte ich noch eine Szene aus dem Golf machen, aber der war auf einmal so schnell weg, weil wir sind unten angekommen, da muss man abgeben. Aber jetzt seht ihr das Hotelzimmer. Kommt mal rein. Ich habe ja schon viel gemacht, ne? Ich habe ja schon viel erlebt und schon viele Trips gemacht und viele Hotelzimmer gesehen. Ich war in den USA, hier, pipapo, krass. Aber das hier, also ich möchte nichts mit nichts angeben oder so, ne? Aber das ist so krass, Leute. Pass mal auf, wir fangen einfach mal an, ne? Hier ist ein riesen Spiegel. So, da ist die Alex im Bild. So, und dann geht's weiter. Dann kommt erstmal hier, hat man so einen wunderschönen Kleiderschrank, den man hier begehen kann. Super toll, ne? Der Kerl. Der wird uns etwas bringen. Wahrscheinlich geraced vor dem Flop. Was ist das? Was ist das? Und, aber Leute, ihr habt gedacht, ihr habt alles gesehen, ne? Kommt mal mit. Guckt euch das mal an. Was ist das hier? Das ist so krass, dieses Hotel. Und ja, von hier aus kann man dann 2 Tage arbeiten. Ich bin zwar Besseres gewohnt, aber naja. Aber Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Tag. Wir sind heute mit dem GTE gefahren. Morgen dürfen wir mit dem Golf GTI fahren, ja. Und wir dürfen auch noch Golf R fahren über eine Rennstrecke. Das Video gibt es dann hoffentlich morgen oder in Kürze hier auf dem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da und ich würde mich auch über euren Kommentar freuen. Übrigens noch eine Sache, checkt mal Instagram aus. Da gibt es auch noch eine Instagram-Story, wenn ihr wollt. Peace und bis zum nächsten Mal. Und hier noch ein Blick von der Terrasse. Bitte, kommen Sie ran.